Schönen guten Tag, euer Serge Menga. Ich musste gerade einen Bericht lesen, der mich sehr schockiert hat und mich sehr stark an eine Situation erinnert, in der ich auch gesteckt habe. Damals habe ich noch für European Homecare gearbeitet als Sozialbetreuer in einem Flüchtlingsheim und war dort wegen meiner Mehrsprachigkeit gerne gesehen, wurde auch gerne angenommen. Und damals, wo dann der Artikel rauskam, dass Serge Menga damit tendiert oder mit dem Gedanken gespielt hatte, zur AfD zu gehen als Partei, dieser Artikel gibt es auch noch von der WAZ zu lesen online, war ich auf einmal meinen Job los. Ja? Es hatte ein Gespräch im Büro stattgefunden, unter sechs Augen, wo man mir ganz klar nahegelegt hat, das wird so nicht passieren, ist ganz klar. Wir wissen ja, woher diese Organisation, Vereine, die die Flüchtlingsheime betreuen, ihre Gelder herbeziehen. Ja, das ist ja auch Lobbyismus. Da muss man gute Kontakte zur Politik haben und gute Kontakte in der Stadt an sich, ja, damit man diese Aufträge bekommt. Und ja, ich wurde gekündigt. Da war es im Grunde genommen scheißegal, ob einen guten Job gemacht habe oder nicht. Sehr beliebt gewesen bin bei Mitarbeitern und auch, wie heißt das, die Flüchtlinge, die wir dort betreut haben. Dass ich durch meine Sprachen sehr, sehr viele dort lebende Afrikaner helfen konnte in jeglicher Hinsicht. Das hat keine Rolle mehr gespielt. Was dann nur noch eine Rolle gespielt hat, waren die drei Buchstaben AfD. Damals durfte ich nicht offen drüber sprechen, weil es dann hieß, ja, sonst gibt es dann einen drauf und Anzeige und hast du nicht gesehen. Heute kann ich drüber sprechen, denn ich habe etwas, was ich dieser Firma vorhalte. Wenn ich dieses anzeigen würde, wird es schlimmer für die aussehen. Ich musste im Nachhinein erfahren, nachdem ich dann nicht mehr gearbeitet habe und immer noch den Kontakt gepflegt haben zu einigen Flüchtlingen, die ich heute noch unterstütze, dass man mich damals mit schwerkranke Menschen hat arbeiten lassen, mit knallharte Tuberkulose, ja, vom Allerfeinsten. Und einige sogar, die bereits AIDS-infiziert waren, von dem die Heimleitung wusste, uns aber als Mitarbeiter nichts dazu gesagt hat. Und wir haben diese Leute ungeschützt betreut, ja, in jeglicher Situation, ja, Essensvergabe und so weiter. Und ich darf doch mal behaupten, dass das in Deutschland nicht sein darf. Man sollte seine Mitarbeiter schon darüber berichten, mit wem die es zu tun haben, worauf man achten sollte und so weiter. Denn eine Infektionsgefahr besteht bei diesen Krankheiten definitiv. Ja, und diese Menschen betreue ich heute noch. Ja, die rufen mich heute noch an, wenn die zum Arzt gehen müssten und ich dolmetschen muss, ja, am Telefon mit dem Arzt oder Probleme haben mit Papieren. Ja, ihr merkt es also. Das heißt, gute Leute werden einfach gekündigt. In diesem Fall geht es um einen Sozialarbeiter einer Schule in Berlin, der im Grunde genommen zur Thematik Deutschenfeindlichkeit an Schulen, ja, seine Meinung geäußert hat und Klartext gesprochen hat und jetzt sein Job los ist. Es ist nicht nur so, dass in unserer Gesellschaft im Grunde genommen immer mehr Spaltung stattfindet und auch Vorurteile entstehen, die nicht nur an den Seiten der deutschen Bevölkerung zu finden sind, Biodeutsche, sondern auch verstärkt unter Migranten, ja, findet es sehr, sehr stark statt und natürlich auch unsere hier gelandeten Flüchtlinge. Und da stelle ich mir doch einfach die Frage, dass ich bin damals, als ich nach Deutschland kam, musste ich ja die Hauptschule besuchen. Warum musste ich? Weil ich die deutsche Sprache lernen musste. Ich habe mich da hochgearbeitet und habe dann meinen Abschluss gemacht, Sekundarstufe 2 mit Qualifikation fürs Gymnasium. Und damals war es schon in den Schulen so, da haben Migranten definitiv den Schulhof im Grunde genommen beherrscht. Ja, damals waren unsere türkischen Kollegen ja, entweder du gehörtest dazu oder du warst Außenseiter. Und da haben schon einige deutsche Kinder oft genug eine Ohrfeige bekommen, ja, nur für blöd gucken oder sonst was. Bei dem Schwatten haben sie es einmal versucht und nie wieder. Ich war ja damals schon Judoka. Ja, und schon gehörte man dazu, weil es hieß, hey, der ist stark, lieber nicht. Damit will ich niemanden schlecht darstellen, aber wir wissen, dass es in bestimmten, nicht bestimmte, einige viele Großstädte in Deutschland mittlerweile so ist, dass deutsche Kinder in der Minderheit sind. Dass diese auch als Kartoffelfresser, Ausdrücke wie Hurensohn, Schweinefleischfresser, scheiß Christen und, das kann man alles durchlesen, dass es regelmäßig stattfindet. Schlimm genug, dass wir schon einen Lehrermangel haben, ja, dass die Lehrer total überfordert sind und nicht wissen,
wie die überhaupt ihren Lernstoff umsetzen sollten oder den Kindern beibringen sollen. Und viele dieser Kinder im Grunde mit Qualitäten zur Schule kommen, wo man sagen kann, das kann so nicht weitergehen. Ihr merkt also, wir haben sehr, sehr viel zu tun. Und was ich einfach auch dort, weshalb ich dieses Video mache, ist, schaut nicht weg. Eure Kinder sind die Zukunft dieses Landes. Und unsere Kinder sichern auch unsere Zukunft mit. So ist unsere Politik in diesem Land aufgebaut. Wenn also unsere Kinder keinen Bock mehr haben, zur Schule zu gehen oder Angst haben müssen, weil sich dort auch Gruppen bilden und sogar in Schulen Parallelgesellschaften entstehen, da müssen wir uns doch mal die Frage stellen, wie soll denn dann die Zukunft dieses Landes in 10 oder 15 Jahren aussehen? Ja, wenn der Großteil dieser Leute, dieser Kinder irgendwann mal nicht mehr in der Schule sind. Was bilden wir denn da aus und wo geht die Richtung hin? Die Politik erzählt viel und auch unter einer Nahles oder wie die alle heißen, sage ich euch ganz ehrlich, wird sich meiner Meinung nach nichts verändern. Hier in Essen gab es sogar einen Brandbrief seitens mehrerer Schulen, dass die einfach nicht mehr können, es wird zu viel. Die können ihren Job als Pädagoge nicht mehr umsetzen. Macht euch mal nicht zu viele Gedanken um die Alternative für Deutschland, sondern geht doch lieber hin und macht euch doch mal viel mehr Gedanken darüber, was für eine neue Generation denn da herangezogen wird. Denn das ist eine, meiner Meinung nach, viel, viel größere Gefahr für unsere Gesellschaft, für das Gemeinwohl, als alles andere. Denn diese Kinder müssen sich mit irgendwas identifizieren. Womit werden die sich denn identifizieren, wenn die im Grunde genommen nicht die Möglichkeit haben, ihre Identität und Kultur, ihre deutsche Lebensart, Lebensweise offen, frei auszuleben? Da müssen wir genau hinschauen. Es geht hier nicht darum, deutsche Kinder zu integrieren, sondern es geht darum, Kinder allgemein in unserer Gesellschaft zu integrieren und in diesem Land Deutschland und nicht umgekehrt. Nennt es, wie ihr wollt, es ist Klartext und einige intelligente Menschen da draußen werden es schon richtig verstehen. Und die, die es nicht verstehen, sorry, dem kann ich leider auch nicht weiterhelfen. Denn meine Kinder sollen deutsch aufwachsen. Meine Kinder sollen wissen, wo ihr Vater herkommt. Auch einen Teil meiner Kultur und Mentalität, die auch in mir verankert ist, als Afrikaner kennenlernen. Aber hauptsächlich leben wir hier in Deutschland. Und ich möchte, dass meine Kinder einen Großteil der Mentalität dieses Landes mitnehmen. Warum? Es garantiert ihnen Erfolg. Es garantiert meinen Kindern Erfolg. Egal, wo sie hingehen auf der Welt. Denn Deutschland macht schon einiges richtig. Euch noch einen schönen Tag. Danke.